Hallo, liebe Hublock-Leser. Wir haben hier einen Neuzugang in der Philips Hue-Familie, und zwar das Perifo-Schienensystem. Ihr seht hier oben an der Decke eine Schiene. Das sind hier alles noch Prototypen. Da oben haben wir noch ein bisschen was Weißes. Ich gehe davon aus, dass es bis zum Marktstart im September verschwinden wird. Hier geht's los mit der Pendelleuchte. Da sind fest integrierte LEDs drin. Keine Geo-10-Spots. Die sind ein bisschen heller. Man kann die natürlich unterschiedlich voneinander steuern. Und bei den Pendel auch ganz praktisch. Hier oben gibt es einen Verschluss, um die Länge des Seils problemlos einstellen zu können. Ich habe das gerade schon mal gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Man schiebt es einfach rein oder zieht es raus, kein Stress, und kann die Lampen halt genauso hoch oder tief hängen, wie man gerne möchte. Es gibt dann noch Spots. Seht ihr hier oben mal ein oder hier unten auch in Weiß. Auch hier eine fest integrierte LED, ist ein bisschen heller als eine Geo 10. Und hier sehen wir mal das Schienensystem im Detail. Hier haben wir den Stromleiter. Es ist ein 24 Volt Niedervolt System und das Ganze über den Trafo mit bis zu 100 Watt Leistung. Und entsprechend kann man dann Lampen anschließen, bis man diese 100 Watt Leistung erreicht hat. Man kann das Ganze dann verschieben und genau so anpassen, wie man möchte. Der lässt sich auch schwenken, und das ganze System ist sogar so flexibel, dass man zum Beispiel mit so einem Winkel um die Ecke gehen kann oder mit so einem Verbindungsstück weitere Geraden mit einer Länge von 1 Meter oder 50 Zentimetern anschließen kann. Neben dem Spot und der Pendelleuchte gibt es hier auch noch eine Lightbar, und die erinnert uns doch sehr, sehr stark an die bekannte Play Gradient Light Tube. Ist also exakt die gleiche Hardware, bloß halt mit anderen Aufhängungen, dass die halt mit diesem Schienensystem kompatibel ist. Leider gibt es da keine Nachrüstkits. Falls ihr also so ein Play Gradient Light Tube schon zu Hause habt, das passt leider nicht. Das ist aber noch nicht alles, was Philips Hue für sich oder sich für das Perifo-System ausgedacht hat, denn wenn wir einmal mal hier rüber gehen, sehen wir, dass das Ganze auch an der Wand montiert werden kann. Jetzt schauen wir mal hier unten auf den Boden. Da seht ihr, wie das Kabel weggeführt wird. Da hinten ist der Trafo und dann ein Stückchen weiter noch irgendwo der Stecker. Ich finde es wirklich klasse. Eins, was hier noch nicht zu sehen ist, es gibt auch so eine Lightbar, die dann nicht drehbar ist, sondern sich noch besser hier einfügt in die Schiene. Die haben wir hier leider nicht zu sehen, aber es ist auch noch ein bisschen Zeit. Das ganze System soll im September kommen mit so einer Art Konfigurator. Es gibt verschiedene Starter-Sets und leider, muss ich zum Schluss sagen, ein recht kostenintensiver Spaß, denn das Ganze wird bei 649 Euro anfangen. Aber was ich sagen muss, es ist wirklich hochwertig verarbeitet, selbst hier diese Vorserienmodelle, ja, hochwertige Metallschiene, die Pendel mit dem Verschluss hier fürs Seil, also finde ich wirklich klasse gemacht, und das ist definitiv was für meine Küche, denn da habe ich eine Arbeitsplatte, wo ich mir bisher beim normalen Deckenlicht immer so ein bisschen selbst im Weg stehe, und ich denke mal, das werde ich mit dem Perifo-System in den Griff bekommen.